Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil unserer Videoreihe zur französischen indirekten Rede zum Discours indirekt. Es wird hier verschiedene Videos geben. Wir beginnen mit den Aussagesätzen und im nächsten Video haben wir dann die Befehle und die Fragen. Dann gibt es natürlich auch ein Video zu dem redeeinleitenden Verb in der Vergangenheit, was die Sache dann ja noch ein bisschen komplizierter macht. Also jetzt in diesem Teil jedenfalls erstmal einige ganz allgemeine Hinweise und wir setzen Aussagesätze im Französischen in die indirekte Rede. So, im Französischen also die indirekte Rede, le discours indirect. Und wir beginnen mit einigen Beispielen und von diesen Beispielen aus erläutere ich dann die Grammatik und fasse das am Ende auch nochmal zusammen. Dieses DD hier, das steht in der ganzen Videoreihe einfach für discours direct, also direkte Rede. Und wir sehen uns diesen ganz einfachen Satz an. Inès sagt in der direkten Rede, je suis fatigué, also ich bin müde. Und das DI, das ihr hier seht, das steht eben dementsprechend in der ganzen Videoreihe für Discours indirekt, für indirekte Rede. Und der Satz lautet, übertragen in die indirekte Rede, elle nous raconte qu'elle est fatiguée. Sie erzählt uns, dass sie müde ist. Also, elle nous raconte qu'elle est fatiguée. So, und jetzt sehen wir uns im Einzelnen einmal an, was ich hier gemacht habe. Als erstes habe ich hier dieses Elle nous raconte. Wir sprechen hier vom sogenannten redeeinleitenden Verb. Ja, also mit diesem Verb leite ich dann hinüber in die indirekte Rede. Und dieses raconter, das steht hier im Präsent, also in der Gegenwart. Und das ist auch ganz wichtig. Würde es nämlich in einer Zeit der Vergangenheit stehen, dann wäre meine indirekte Rede noch ein ganzes Stückchen komplizierter. Tut es aber nicht. Gut so. Alors, elle nous raconte qu'elle est fatiguée. Sie erzählt uns, dass sie müde ist. Im Deutschen habe ich, sie erzählt uns, Komma, das. Das ersetze ich im Französischen mit que. Beziehungsweise qu' Apostroph, wie ihr hier seht, und qu' Apostroph bitte vor Vokal. Elle nous raconte qu'elle est fatiguée. So, mein Pronomen je in der direkten Rede wird zu einem L in der indirekten Rede, weil ja Inès, ich erzähle ja hier über ein Mädchen, über eine Frau. So, und dann habe ich die wichtigsten Dinge eigentlich schon zusammen. Was ist wichtig? Mein redeeinleitendes Verb sollte jetzt erstmal in der Gegenwart stehen. In Aussagesätze leite ich mit einem que ein, beziehungsweise mit qu'. Und ich weise auch gleich darauf hin, dass im Französischen kein Komma steht. Im Deutschen muss das Komma ja hin, im Französischen darf es nicht stehen. Und ich muss aufpassen, denn selbstverständlich muss ich meine Pronomen beim Weg vom Discours direkt in den Discours indirekt anpassen. Sehen wir uns noch ein Beispiel an. Discours direct, der findet statt lundi, also am Montag. Yann dit, je vais aller au ciné avec toi demain. Je vais aller au ciné avec toi demain. Also morgen werde ich mit dir ins Kino gehen. So, Discours indirekt, jetzt bitte mardi, sprich am Dienstag. Und wie sieht dieser Satz jetzt aus? Yann dit, qu'il va aller au ciné avec moi aujourd'hui. Yann dit qu'il va aller au ciné avec moi aujourd'hui. Yann sagt, dass er heute mit mir ins Kino gehen wird. So, was ist passiert? Als erstes mal hier mein dir, das steht natürlich wieder in der Gegenwart im Präsent. Dann habe ich hier das je von Discours direkt, das zu il wird. Jan ist ja ein Junge. Und nachdem Jan oben sagt, mit dir, avec toi, und ich diese indirekte Rede jetzt sage, muss ich auch mein, dieses toi umwandeln und in moi, alors avec moi. Und dann habe ich hier wieder mein Komma, das zu dem qu' Apostroph wird, weil ja il wieder mit einem Vokal beginnt. Aber es ist noch etwas anderes passiert. Und deswegen sagte ich vorhin, es ist auch ganz wichtig, dass wir die direkte Rede jetzt mal am Montag stattfinden lassen und die indirekte Rede am Dienstag. Aus demain ist aujourd'hui geworden. Das ist jetzt eigentlich selbsterklärend. Und die französische indirekte Rede, die ist nicht dadurch schwer, dass man wahnsinnig schwere Formen bilden muss, jetzt wie zum Beispiel einen Subjunktiv oder Konditional der Vergangenheit oder sowas. Nein, es ist einfach so eine Konzentrationsaufgabe, weil es eben viele kleine Dinge sind, die ich alle im Auge haben muss. Wenn am Montag Jan morgen sagt
und ich am Dienstag erzähle, was mir Jan gestern erzählt hat, dann wird aus dem Morgen natürlich heute. Und also ich würde von meinen Schülern wollen, dass sie das erkennen und dementsprechend auch umsetzen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass eure Französischlehrer das eben auch so wollen. Also, demain wird natürlich nicht immer zu aujourd'hui, aber in diesem besonderen Fall tatsächlich. Sehen wir uns noch ein Beispiel an. Le discours indirect, alors vous avez au discours direct, in der direkten Rede. Jan et Charlotte sont dans un café, ils te téléphonent, also die rufen dich an und sagen, nous restons ici pour une heure encore. Wir bleiben jetzt noch eine Stunde hier. Discours indirect, Jan et Charlotte expliquent, also hier mal wieder ein anderes redeeinleitendes Verb, qu'ils restent dans le café pour une heure encore. Sie erklären, dass sie eben noch für eine Stunde hier in dem Café bleiben. Wir gehen davon aus, dass die indirekte Rede sofort im Anschluss an die direkte Rede stattfindet. Also dieses une heure encore, das ist noch okay. Aber was ist sonst passiert? Natürlich erstmal expliquer im Präsens, also das ist auch wieder ganz wichtig. Dann, das kennen wir schon, Komma, das wird eben mit que bzw. mit qu-Apostroph eingeleitet. Und oben in der direkten Rede steht, nous restons ici. Weil sie ja im Café sind. Ich muss aber aufpassen, denn in der indirekten Rede kann ich das ja so sehr wahrscheinlich nicht verwenden. Warum sollte ich auch im Café sein und dann die indirekte Rede verwenden? Das ist jetzt schwer vorstellbar. Nein, ich bin natürlich woanders und die rufen mich an und deswegen kann ich ici nicht verwenden, weil sonst würde es sich hier wieder auf meinen Standort beziehen. Also jetzt muss ich ici eben umwandeln in dans le café. Jan et Charlotte explique qu'il reste dans le café pour une heure encore. Also ihr seht schon, der Teufel steckt sozusagen wirklich im Detail. Orts- und Zeitangaben muss ich erstmal überprüfen, ob sie überhaupt so gültig sind. Und ich würde meine indirekte Rede so wählen in meinen Schulaufgaben, in meinen Stegreifaufgaben, dass hier eben eine Umformung stattfinden muss. Ich würde es nicht allzu schwer machen, aber ganz ehrlich, so etwas denke ich, das sollte man erkennen. So, und jetzt sehen wir uns zumindest für den Aussagesatz die wichtigsten Regeln nochmal en Detail an. Als erstes beachte das redeeinleitende Verb und bitte nehmt nicht immer einfach nur dir que. Da gibt es eine ganze Menge, die sind wirklich sehr schön. Alors, vous avez dir que, sagen das, pensez que, denken das, ajouter que, das empfehle ich immer wieder, heißt einfach hinzufügen das und das geht doch gut. Répondre que, wenn es eine Antwort auf die Frage ist. Raconter que, erzählen das. Expliquer que, erklären das. Annoncer que, etwas ankündigen. Oder auch affirmer que, etwas behaupten. Also es gibt eine ganze Reihe von redeeinleitenden Verben. Verwendet hier unterschiedliche. Ich denke, das gefällt euren Französischlehrern. Im Aussagesatz habe ich im Deutschen Komma das und im Französischen que bzw. qu-Apostroph dann eben vor Vokal. Im Französischen gilt, lasse que nicht weg. Ich kann im Deutschen sagen, er erzählt mir, dass er im Kino ist. Oder ich kann sagen, er erzählte mir, er wäre im Kino gewesen. Oder er erzählt mir, er sei im Kino. Also das ist im Deutschen gar nicht unbedingt nötig. Das geht im Französischen nicht. Ihr braucht es. Also setzt das que bitte ein. Und gleich dazu kein Komma vor que. Dann. Das ist vielleicht der wichtigste Satz. Hier steht das redeeinleitende Verb im Präsens, also in der Gegenwart. Dann verwendest du im Diskurs indirekt die gleichen Zeiten wie im Diskurs direkt. Ganz wichtig, redeeinleitendes Verb in der Gegenwart, il dit que, il raconte que, il répond que, il ajoute que. Dann verwende in der indirekten Rede die gleichen Zeiten wie in der direkten Rede. Und leider beachte die Umwandlung von Pronomen, also das ist, denke ich, offensichtlich, aber auch von Zeit- und Ortsangaben. Ici, hier wird vielleicht manchmal zu là-bas, das heißt dort. Wenn ich aber genau weiß, wo es stattfindet, dann wird es vielleicht zu dans un café, wie in dem Beispiel, das wir gesehen haben. Oder es wird zu à Paris, kann auch sein. Aujourd'hui, also heute, wird vielleicht zu ce jour-là, das heißt zu an diesem Tag. Vielleicht wird es zu hier, gestern.
Kann sein, wenn ich am Tag darauf berichte. Vielleicht wird es zu avant-hier, vorgestern. Oder vielleicht wird es auch zu vor einer Woche, il y a une semaine, je nachdem, wann meine indirekte Rede stattfindet. Und das muss in der Situation auch klar werden. Sonst kann euer Lehrer nicht von euch verlangen, dass ihr das aujourd'hui anpasst. Und das gilt natürlich nicht nur für aujourd'hui. Aujourd'hui steht hier stellvertretend eigentlich für alle Zeitangaben. Hier, gestern, wird in der indirekten Rede vielleicht zu la veille. Also am Vorabend, am Tag davor. Demain, morgen, wird vielleicht zu le lendemain, also am Tag danach. Ich denke, das war's jetzt erstmal zum ersten Teil, zu den Aussagesätzen, zu den Orts- und Zeitangaben und zu den Umwandlungen. Es ist das Ende von Teil 1. Im Teil 2 geht es weiter mit Befehlen in der indirekten Rede und mit der indirekten Frage. Und wir sehen uns dann bei Teil 2 und bis dahin sagen wir Salut, à bientôt.